Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Beschluss ist durch, endlich Silvestervorfreude, wir können es jetzt endlich genießen. Silvester wird mit Feuerwerk stattfinden. Und ja, passend dazu ist hier auch ein Paket reingeflattert bei mir zu Hause. Und zwar habe ich jetzt zum allerersten Mal bei Pyrroland Klasse 1 Feuerwerk bestellt. Es ist wirklich nicht viel, Bestellwert 50, 60 Euro rum, also es ist wirklich nicht allzu viel. Aber trotzdem ein paar relativ interessante Sachen mit dabei. Und dementsprechend hätte ich gesagt, ich bin genauso gehypt, ich hoffe ihr seid's auch. Auf geht's, Unboxing, los geht's, viel Spaß! So, und dann legen wir auch direkt los mit dem Unboxing. Es ist ein absolut geiles Gefühl, endlich mal wieder ein Feuerwerkspaket aufzupacken. Ich bin gespannt, das ist wie gesagt überhaupt meine allererste Bestellung beim Pyrroland. Mal schauen! Ui. Gut verpackt auf jeden Fall schon mal vom ersten Eindruck her und sogar ein bisschen Aufkleber und so weiter. Ein bisschen Merch mit am Start, so muss es sein. So, was haben wir hier? Sogar Wunderkerzen gratis. Tanzen, singen, lachen, scherzen. Nie ohne unsere Wunderkerzen. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Super. Ja, dann haben wir hier diverse Aufkleber am Start. Danke für dein Vertrauen. Jawohl, so muss es sein. Und noch diverse andere Aufkleber. Also Kreativität bei den Aufklebern auf jeden Fall gegeben. Da sind einige interessante Aufkleber dabei. So, und dann geht's jetzt los. Erst einmal ein bisschen Verpackungsmaterialien. Oh, ja gut, es ist, wie schon erwähnt, wirklich nicht so viel. Es waren wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, die ich hier bestellt habe. Wir schauen mal. Happy Dragon Eggs von Vulkan. Also auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist was zum Essen, so wie das verpackt ist. So wie so irgendwie Gummibärchen oder so. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Bin ich sehr, sehr gespannt. Einfach einmal zum Testen bestellt. Dann die Joysticks von Leslie. Das ist auch eine Neuheit und es sieht recht interessant aus. Und auch der Name ist natürlich witzig, so ein bisschen in die Richtung Gaming orientiert. Also eigentlich auch mit der Zeit gehen auf jeden Fall. Ja. Kleine Handfontänen werden das sein. Ich bin gespannt. Auch einfach mal zum Testen gekauft. So, da haben wir noch einen einzelnen Artikel. Electric Flowers von Leslie? Man weiß es nicht. Kein Leslie. Bodenfeuerwirbel. Boombox. Electric Flowers halt. Vom Hersteller. Was auch immer. Vom Design her hätte ich jetzt was gesagt, das könnte auch Vulkan sein. Rubro, von Rubro, jawohl. So, wer suche, der findet. Electric Flowers von Rubro. Haha, Nachschub für die Livestreams. Party Popper. Und zwar eine Packung, zwei Packungen, drei Packungen, vier Packungen, fünf Packungen. Einfach für die ganzen Pyro- und Twitch-Streams jetzt halt noch für dieses Jahr. Ich denke, das sollte für dieses Jahr dann auf jeden Fall für den Dezember langen. Ein bisschen Vorrat nochmal gegönnt. So, weiter geht's. Kids Arena von Pyroland. Also eine Eigenmarke, ein eigenes Familiensortiment mit, ein Jugendfeuerwerkssortiment mit diversen Artikeln. Auch Partypopper mit drin. Also eine bunte Mischung auf jeden Fall. Habe ich mir jetzt mal geholt für die nächstjährige K1-Z-Testreihe zusammen mit dem Pyrokobold. Habe ich hier eben ein paar Sortimente bestellt, die ich tatsächlich wirklich so noch nie gesehen habe. Und das war für mich dann auch der Grund beim Stöbern, dass ich gesagt habe, okay komm, jetzt bestellst du zum allerersten Mal bei Pyroland. So, hier Kids Arena ist jetzt nicht so unbedingt das größte Sortiment, aber Design wirkt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Was haben wir hier? Ui, da könnte man fast meinen, es ist F2. Smiley Maxi Pack von Weco. Echt große Fontänen für F1, definitiv. Jugendfeuerwerk steht aber hier auch nochmal groß drauf. Also die Fontänen sind zum Teil echt riesig. Gut, weiß man natürlich immer, dass jetzt auch ein bisschen Hülle drumherum ist und eine Attrappe und so weiter. Aber auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also da bin ich mal echt gespannt drauf. Wird natürlich auch nächstes Jahr zu sehen sein hier auf diesem Kanal. Alter. Was ist denn das für ein Riesensortiment von Weco da unten? Na gut. So,
Nico Feuerwerk ist ja auf diesen Einhorn-Trip so ein bisschen aufgesprungen, um auch das Feuerwerk für Mädchen interessant zu machen. Hier der Einhorn-Mix mit diversen Artikeln. Wenn man jetzt hier mal so drauf schaut, innen drin schaut es dann wohl trotzdem recht klassisch aus, die Effekte. Das heißt, im Endeffekt wird das wahrscheinlich hier nur diese Außenpackung sein, die jetzt ein bisschen mädchenhaft gestaltet ist. Ich habe mir trotzdem gedacht, nimmst du mal mit zum Testen, einfach mal um zu gucken, was da alles so drin ist und wie natürlich auch die Effekte sind. So, bevor wir gleich zu diesem Riesending kommen, haben wir hier auch noch irgendwas. Ah, stimmt, ich habe gelogen, es ist nicht ganz Jugendfeuerwerk, es ist auch ein T1-Artikel dabei. Okay, ich brauche ein Messer. Bevor ich den Inhalt kaputt mache. Auf jeden Fall muss ich sagen, sehr, sehr sorgfältig verpackt das Ganze, gefällt mir echt gut. Lob auf jeden Fall an dieser Stelle. Cutten wir da auch noch mal rein. So, oh ja, ich erinnere mich, stimmt. Rauchbälle vom Pyroland, auch hier wieder Eigenmarke. Einiges am Start, diverse Farben. Wird auf jeden Fall auch mal getestet. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hatte jetzt bisher tatsächlich noch nicht so viele Rauchartikel, habe mir gedacht, die nimmst du einfach mit. War noch nicht allzu teuer. Weiß jetzt leider nicht gerade aus dem Kopf, was die gekostet haben. So, und dann ist das Paket im Endeffekt auch fast schon leer. Fast ist hier bei einem relativen Ausdruck. Oh, das ist ein Riesensortiment. Alter! Spooky Flames! 76 Einzelteile. Ja gut, 50 Knaller sind auf jeden Fall. Aber richtig, richtig krass. Das ist ja also großes Sortiment auf jeden Fall. Große Fontänen hier wieder am Start. Crazy Klaus, Funny Fred, Happy Hilde, jawohl. Angry Bird, da war man auf jeden Fall kreativ bei der Namensfindung. So schaut es ja mal aus. Ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Powerball, so Geisterstunde Fontänen. Ja, hier unten haben wir auch nochmal Jolie Chains, Gerd Susie, Mad Mike, Sweet Sally, Trusty Ted. Also, coole Sache auf jeden Fall von den Namen her schon mal. Wird dann natürlich auch nächstes Jahr zusammen mit dem Pyro-Kobold getestet hier auf diesem Kanal. Wahnsinn, freue ich mich drauf. Also hatte ich nicht so groß in Erinnerung, dass das auf dem Bild so groß gewirkt hat. Ja, und dann ist das Paket auch leider schon leer. Aber das muss ja nichts heißen, denn es geht ja unbedingt auf Silvester zu. Und dementsprechend kommt ja dann auch bald ein großes Unboxing. So, dann hätte ich gesagt, sehen wir uns trotzdem jetzt gleich nochmal ganz kurz zur Gesamtübersicht wieder. Und damit herzlich willkommen zurück zur Gesamtübersicht der Bestellung bei Pyroland. Ja, das Riesensortiment, mit dem wir gerade aufgehört haben, Spooky Flames. Kids Arena haben wir einmal, dann den Einhorn-Mix, die Joysticks von Leslie, die Happy Dragon Eggs von Vulkan, Electric Flowers von Rubro, die Rauchbälle von Pyroland, Smiley Maxi Pack von Weco und dann noch fünfmal die Pop-Up Partyknaller. Ja, wie gesagt, eigentlich eine recht überschaubare Bestellung, habe ich ja schon angekündigt, aber ich finde trotzdem die ein oder anderen Highlights durchaus mit am Start hier. Und ja, ich hoffe, dass euch das Unboxing hier heute vom Pyroland gefallen hat. Also ich muss sagen, das erste Mal beim Pyroland bestellt, top verpackt, richtig schnell geliefert, auch innerhalb von 3 Tagen. Kann man echt nichts sagen, super Service auf jeden Fall. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt eine geile Vorfreudezeit. Nächste Woche wird dann auch eine Kat-1-Einkaufstour folgen. Da geht es dann in die Läden und ich werde mal schauen, was ich dort noch so alles an Kategorie 1 Feuerwerk bekommen werde. Und in diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, Pyros. Ciao, macht's gut.